Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. So, ihr seht's, wir sind an einer anderen Stelle und das liegt daran, dass ich ein paar Sachen im Off halt gemacht habe. Dazu gehörten auch ein paar Quests, die aber jetzt nichts Schwerwiegendes waren. Also, ich habe diese Müller-Geschichten gemacht. Das sind einfach so Aktivitäten, also die habe ich noch nicht gemacht, aber einen anderen, den ich zwischendurch mal gefunden habe, wo ich einfach nur auf Jagd war. Und es war einfach, geh dahin, hol das, geh dahin, hol das, mehr war das nicht. Deswegen, ich finde, dafür ist unsere Zeit doch etwas zu kostbar, aber es muss halt gemacht werden. Also bei Paschek vielleicht. Das würde ich, ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall. Wenn das einfach nur irgendwo hingehen, was holen und wieder zurück ist, dann lohnt es sich nicht. Ein Freund, der. Ah, toll, da habe ich jetzt vergessen, im Internet nachzugucken. Verdammt. Egal. Das Necronomicon können wir erst mit dieser Hauptquest, also mit der Hauptquest zusammen machen. Aber ich habe gedacht, da wir keine offenen Quests mehr haben. Und ich nach 2 Tagen des Rum. Obwohl es eigentlich geil war. Ich bin halt sehr viel rumgerannt. Eigentlich rumgelaufen die ganze Zeit und bin auf die Jagd gegangen. Mehr habe ich eigentlich gar nicht gemacht. Außer halt ein paar dieser komischen Müller-Quests. Ein paar Banditen gekillt. Aber halt nichts Großartiges. Einfach. Ich weiß gar nicht. Ich habe auch einen Glückswürfel irgendwo bekommen. Aber ich weiß nicht wo. Wahrscheinlich in so einer Schatzkarte. Ich habe mich irgendwo eine Kiste geöffnet, die eigentlich auf schwer war, also auf sehr schwer, aber wir scheinen langsam auch schwere Kisten öffnen zu können. Deswegen würde ich sagen, dass wir langsam anfangen, Schätze zu holen. Scarlets, wir müssen nach Scarlets, alles klar. Scarlets ist gerade ein bisschen weiter weg. Genau. Um Scarlets bin ich sogar auch ein bisschen rumgestromert. Hab halt überall gesucht und auch halt Kisten, die man öffnen kann. Wie man sieht, am Rand gibt es auch keine Wolken mehr. Ich habe nämlich diese. Wie heißt's? Fürs Lesen. Da habe ich die ganze Karte freischalten halt auch gelernt. Ja, viele, viele Bücher gelesen. Viele Bücher geholt, die man noch nicht lesen kann. Leider durch viele Diebstahlgeschichten hier sehr verhasst. In allen anderen geht es relativ. Ich sehe gerade, eigentlich ist es sogar recht gut. Es ist halt wirklich Uschitze, wo es keiner mag. Nach Scarlitz kommen wir jetzt ganz schnell eigentlich. Ah, dann ist bestimmt auch diese Brücke hier gemeint. Ist auch die einzige Brücke dort. Alles klar. Also wir werden jetzt einfach mal gucken, ob wir diesen Schatz uns holen können. Und wenn ja, dann werden wir natürlich den nächsten Schatz holen und so weiter. Holen meine ich natürlich, ob wir den überhaupt öffnen können. Wenn wir den nicht öffnen können, macht es natürlich überhaupt keinen Sinn, weiter nach Schätzen zu suchen. Glaube ich. Ich überlege, aber. Eine Stimme im Hinterkopf sagt mir wirklich. Wir müssen halt das Schlösserknacken üben, bevor wir auch die Hauptquests weitermachen. Obwohl das, was wir jetzt können, wahrscheinlich ausreichen würde, aber ich möchte halt sicher gehen. Ihr wisst ja, dass wir schon da waren und das nicht so gut lief. Ich war auch. Also ich habe halt 2 Tage war ich halt mit anderen Arbeiten beschäftigt, einmal Garten und Möbelpackerfirma und hast du nicht gesehen. Deswegen war ich abends, also zum Aufnehmen hat es halt nicht mehr gereicht, deswegen habe ich heute gedacht, okay, dann machst du halt so ein bisschen was. Du hast entdeckt Grab, wie kann ich denn noch was entdecken? Obwohl das eigentlich schlau ist. Man hat zwar alle Sachen erkannt, ist ja noch ziemlich gut, okay. Immer ungewöhnlich, wenn sowas irgendwo mitten
Groschen. Groschen, Groschen, Groschen. Nicht ganz schöner auf der Welt. Groschen, Groschen, Groschen. Ich kaufe das, was mir gefällt. Ach ja. Zack. Du kaufst nichts mehr. Die Gräber nerven mich ehrlich ein bisschen. Man muss direkt draufstehen, um zu graben, ist dann da drinnen und kommt so schlecht wieder raus. Obwohl es am Anfang schlimmer war. Ich glaube, das haben die ein bisschen gepatcht. Na, ein Hirsch. Aber ich bin jetzt nicht zum Jagen hier. Ist das schon Scarlets? Na doch, die Burg da, ne? Scarlets. Nee, das ist nicht Scarlet. Alles klar, wieder ein Typ, der zur falschen Zeit am falschen Ort ist. Oh, der kennt mich wohl schon. Total gut. Ein Bildstock. Bäh. Warte mal, wo sind wir denn jetzt? In Mario jetzt. Oh, noch ein ganz schön Weg. Gibt's eigentlich einen Schatzsucher-Skill? Aber ich glaube nicht. Wäre aber voll gut irgendwie, dass weiß nicht. Gut, was irgendwie. Vielleicht, dass der Charakter noch Kommentare abgibt. Ah, da ist das dabei schon mal. Oder dass die dann. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Oder dass die Karten etwas besser gefüllt sind. Das wäre zum Beispiel was. Wo man das mit der Realität nicht vergleichen kann. Entweder ist es auf dem Papier oder ist es nicht auf dem Papier. Hier wurde man auch immer gerne überfallen, aber scheinbar haben die sich das jetzt anders überlegt. Ich hätte auch mal wieder irgend so einen Baron oder sowas fragen müssen eigentlich. Ob hier wieder Kumanen oder Banditen in der Nähe sind. Ich frage mich, ob sich das irgendwann ändert. Weil eigentlich hatte ich ja alle Lager platt gemacht und die haben auch gesagt, es gibt keine mehr, also fürs Erste. Und es könnte natürlich heißen, dass da wieder welche kommen. Da ist die Brücke. Toll.
Das Geilste ist, hier war ich doch erst vor. Also gestern. Das ist aber nicht der Schatz. Sei denn doch. Na, darf ich hier mal. Ist denn das überhaupt die Brücke? Aber das ist die einzige Brücke hier im Umkreis. Ja, da ist er doch. Oh, ist sogar offen. Wie gut. Alles klar. Was passiert jetzt eigentlich mit der Schatzkarte? Ist meine Frage. Ist die jetzt weg? Nein, ist sie nicht. Dann schmeißen wir sie weg, oder? Ist ja blöd, wenn wir. So, wo wollen wir jetzt hin? Ist auch in Scarlet. Ah ne, Richtung Scarlet. Aha, Fluss. Ein Baum. Wo ist denn hier ein größerer Fluss, müsste das ja sein? Da vielleicht? Ist jetzt so das, was ich als logisch empfinden würde. Ich guck noch mal drauf, ob da irgendwie so eine. Nee, Moment. Ich hätte gern so einen Slot dafür irgendwie. Ja, das ist das. Ist klar, die Kreuzung ist auch da. Oder ist das überhaupt eine Kreuzung? Keine Ahnung. Abbiegung. Schatz, 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 Schatz. Läuft ja besser als gedacht. So, kann ich damit was anfangen? Nee. Alles klar. Die Halskette ist gerade ein bisschen frischer. Der Silberring auch. Genau hier, die waren zum Beispiel. Ich glaube, ich habe versehentlich eine der DLC Code, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich da versehentlich die, glaube ich, geholt. Es war halt wirklich keine Absicht. Streitkolben des Vogts, alles klar. Aber wenn das da hinten ist, ne, dann könnte das sogar das, oder? Obwohl, nee, nee, nee. Ich frage mich sowieso, was passiert, wenn wir alle Schätze haben. Gibt es da eine Trophäe, damit man Bescheid weiß? Oder? Ich hoffe es, ehrlich gesagt. Mich wundert gerade nur, dass der Schatz halt offen ist. War, aber vielleicht weil er halt bei Scarlet ist. Darf ich mal? Danke. Unrechtmäßig. Alles klar. Hier war ja meine Quest. Können wir hier runter? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das eine dumme Idee ist. Aber wäre auch nicht meine erste. Na los, komm, übers Gebüsch jetzt. Komm schon. Ah.
Er weiß, was uns erwartet. So, und hier ist auch diese Karre. Und der Baum muss ja abgestorben sein, aber auf der anderen Uferseite. Ist jetzt nicht abgestorben, aber ja, ich würde sagen, das sind. Oh, bin ich mal. Also. Auf jeden Fall ein großer Baum. Sieht für mich aber abgestorben aus. Das könnte auch der hier sein. Der hier. Oh, was ist denn da? Okay, alles klar, hier ist ein Grab. Aha. Ist das der Schatz? Das ist halt das Problem, man weiß es nicht. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das der Schatz war. Glaube ich aber nicht, oder? Wenn es ein Grab war, ist das schwierig. Könnte gewesen sein. Ich weiß es nicht. Problem ist auch, wir haben jetzt keine Schatzkarten mehr dabei. Das würde heißen, der nächste Weg führt uns, glaube ich, erstmal nach Thallenberg. Oder wo auch immer wir unsere. Ich schätze einfach mal, das war unser Schatz, oder? Ich sehe hier keinen Grund, was anderes zu vermuten. Nee, ich glaube, das war er. Das war er. Alles klar. Blöd nur, dass ich jetzt nicht vorher dran gedacht habe. Es war jetzt eher eine spontane Entscheidung, heute mal Schätze zu suchen. Thallenberg, da ist doch unser Jagdding, ne? Ja. Ich bin mir zwar nicht sicher, aber ich schmeiß die Karte weg. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Aber auch wieder ein Glückswürfel, das ist gut. Würfeln mit auswählen. Ich habe mich den einen Tag, also gestern,
habe ich es geschafft, dass mal irgendjemand da ist, der auch würfelt. Und dann konntest du sie auswählen. Alles klar. Hör, was ist hier passiert? Das denn? Kumane. Kumane. Pass auf, sie greifen uns an. Echt? Das sind jetzt dann wohl Raubritter. Was ist los? Komm schon! Hä, warum denn du? Tja, und ich dachte, ihr werdet schlauer. Hättest dich verpissen sollen, dass du die Chance hast. Du bist tot! Dann komm doch, wie ein Hass! Ja, Leute, ihr könnt da hinten auch ruhig kämpfen. Also. Mehr hast du nicht drauf. Dopsi Chiri. Mehr hast du nicht drauf. Sieh an, was da unter dem Stein. Ist klar, die sind gerade abgehauen. Ist ja wieder eine super Ausbeute. Können wir gleich in Talmberg verkaufen. War es aber kein Bandit, oder? Oh doch, alles klar. Dann ist ja alles gut. Ich dachte schon, ich töte hier den Falschen. Wäre mir aber auch egal gewesen, um ehrlich zu sein, das ist ja tot. La 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 da da. Ich bin so langsam. Das sind bestimmt die Guten, oder? Könnte ich mir vorstellen. Wächter, alles klar. Ein Wächter ist das. Jetzt bewacht er so nichts mehr. Oh mein Gott, was ist hier passiert? La la la, die da, die da. Der muss im Kampf gefallen sein. Ich glaube, das denkt er gerade wirklich. Alles klar. Ich wollte nur einen Menschen töten. Klingt hart, aber eine Trophäe ist nun mal, töte 200 Menschen, was soll ich da machen? Da wurde mir die Entscheidung schon abgenommen. Oh. Ich bin zwar sicher, dass er sich gerade das hingelegt hat, aber... Zack. Ah, das wird wieder eine hübsche Ausbeute. Mal wieder ein bisschen Geld reinbekommen. Nach den ganzen Zahlen, die wir so hatten. Die ich auch alleine noch hatte.
Der segelt auch immer direkt in den Graben rein. Es ist richtig plopp. Wir werden langsam müde. Tja. So, hier sind wir aber nicht in Tallenberg, oder? Hier sind wir doch, glaube ich. Ne, Rattei kann es auch nicht sein. Wir sind doch Tallenberg. Ist klar. Dann geht's erstmal in die Stadt, dann verkaufen wir den Kram. Nee, hier kann man es ja. Hat sich schon erledigt. Hier gibt es ja nur diesen einen Spacko, der nie Geld dabei hat. Ist auch gar nicht so wichtig. Dann haben wir halt erstmal kein Geld, aber das Zeug rennt uns ja nicht davon. So, welcher Dolch ist denn? Jetzt habe ich, ach, ich hasse das in Rollenspielen, dass dann immer alles rumwechselt. Fackeln, alles klar. Ungarischer See. Oh nein, das habe ich. Alles klar. So, öffnen. Hier sind auch die ganzen Karten drin. Also die uralten auf jeden Fall. Die nehmen wir mit. Ah, hier ist, okay, alle Karten scheinen hier zu sein.
Irgendwann überprüfe ich mal, ob mir irgendwas davon besser gefällt. Mit mehr Rüstung oder so. Bevor es verkauft wird. Alter, wie viel haben wir denn? Eigentlich können wir auch Alkohol und so hier lagern. So, und jetzt noch das Pferd ausräumen. Den Alkohol sammle ich für eine Trophäe. Also später, dass man alkoholabhängig werden soll. Habe ich auch schon versucht, ehrlich gesagt. Da bin ich dann besoffen durch den Wald gestaxelt, aber. Da muss ich mich auch mal belesen, ob es reicht, wenn man jeden Tag irgendwie trinkt oder man die ganze Zeit besoffen sein muss. La, la, la. Wie man sieht, ich habe viel eingesammelt. Und das ist das Letzte, was so da war. So. Die bleiben erstmal hier. Obwohl du nicht. Auch Hasenpelze, Hirschleder. Wo das Hundeleder herkommt, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Einen Hund habe ich nicht gekillt, soweit ich weiß. Lesebuch, Lesebuch. Die bleiben. Die kannten wir schon. Alles klar. Öffnen. So, Kräuter haben wir oben gelagert. Haben wir die da gelagert? Ne, ich glaube, wir haben sie oben gelagert. Okay, falsche Kiste.
Ja, dann können wir eigentlich auch die Holzkohle. Alles klar. Dann haben wir das auch. So, dann soll Heinrich mal noch ein Ründchen schlafen. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder, wenn wir weiter auf Schatzsuche gehen. Also, obwohl dann ist Nacht, das ist irgendwie... Hm. Naja, was soll's. Also, bis zur nächsten Folge.